da das Kind nicht sich mitteilen kann und wir genau wissen müssen, wie gut es hört, um nachher optimal das Hörgerät einstellen zu können, ist es wichtig, dass wir mit anderen Methoden Messungen machen. Und das zeige ich in diesem Beitrag. Das ist folgendermaßen. Ausschlaggebend ist eine gute Diagnose vom Ohrenarzt. In der Regel sind das Spezialisten, Phoniater und Pädagogen. Die prüfen mit objektiven Messverfahren, also ohne dass das Kind mitarbeiten muss, wie genau die Hörschwelle ausschaut. Das sind zwei Tests, die wichtig sind für die Eltern. Das eine ist das Neugeborenen-Hörscreening, was in Deutschland flächendeckend durchgeführt wird. Das ist das OAE-Screening, das sind Echos aus dem Ohr, wo das Kleinkind auch schlafen kann. Es wird meistens schon gleich nach der Geburt, ein paar Tage später, durchgeführt. Und die zweite größere Messung ist die BERA-Messung, das ist eine Hirnstammaudiometrie, wo man sozusagen direkt im Hörzentrum, im Kopf, guckt, bei welcher Lautstärke und bei welchen Tönen hört das Kind mit welcher Lautstärke. Wir erstellen dann ein Arbeitsaudiogramm und prüfen mit diesen Messungen durch Reflexe und auch Reaktionen auf unterschiedliche Geräusche. Da gibt es extra kleinkindgerechte Geräusche, wie zum Beispiel Babylachen oder Vögelzwitschern oder auch andere Töne, wo wir eben prüfen, wo sind Reaktionen des Kindes, wo steckt genau die Hörschwelle, dass wir wissen, wie wir den Hörapparat einzustellen haben. Das Entscheidende daran ist, dass wir möglichst einfache Tests für die Kinder entwickeln, damit sie uns eine ganz klare Aussage geben können, wie genau das Kind hört.